Hallo liebe Wetterfreunde, ich begrüße euch zu einem Wetterupdate am heutigen Freitagabend. Ich stehe hier auf dem Ruhbring, das ist eine kleine Erhebung hier bei mir in der Nähe. Blickrichtung südlich. Wir schauen auf einen leicht milchig blauen Himmel. Außentemperatur sind zurzeit 19,5 Grad. Schwache Luftbewegung. Die Wetterlage ist leicht erklärt. Ein von Russland über Mitteleuropa bis zum Atlantik reichende Hochdruckbrücke erzeugt hohes Geopotenzial, was heißt Wolkenauflösung und Sonnenschein. Ja, ansonsten kann man sagen, diese Wetterlage ist zurzeit noch stabil. Es herrscht über Mitteleuropa überwiegend Hochdruckeinfluss. Und in den nächsten Tagen, sprich zum Wochenende und kommender Woche, wird Warmluft nach uns transportiert. Und die Temperaturen, die können durchaus im Süden der südlichen Mitte Werte zwischen 23 und 29 Grad erreichen. Bei uns ist das hier etwas weniger. Liegt es wahrscheinlich zwischen 19 und 24 Grad, je nach örtlichen Begebenheiten. Das Einzige, was etwas stört, ist ein Frontensystem, was ausgehend von einem Trog im Norden, der nach Skandinavien schwenkt. Das ist eine okkludierte Kaltfront, die zur Nordsee schwenkt und den äußersten Norden streift. Das hat zur Folge, dass es dort mittelhohe bis niedrige Wolkenfelder geben kann. Das passiert in der Nacht zu Samstag und am Wochenende kann es im äußersten Norden und äußersten Nordwesten zu Wolkenfeldern kommen, unter Umständen auch zu stärkerer Bewölkung. Dieses Frontensystem ist aber nicht sehr wetterwirksam. Es wird dort kaum zu Niederschlägen kommen. Und im weiteren Verlauf stabilisiert sich diese Hochdruckbrücke im nördlichen Bereich wieder. Es folgt Subsidenz, also Absinken und Wolkenauflösung. Und somit wird es dann wohl im Norden auch wieder schöner und sonniger werden. Das andere ist eine schwache Kaltfront, die immer noch im Süden liegt, die sich etwas nördlich vom Alpenraum befindet. Dort ist die Luft im direkten Bereich der Alpen etwas instabil. Dies kann gelegentlich ganz vereinzelt vielleicht das ein oder andere Gewitter dort auslösen. Diese Kaltfront selber ist stationär, sie löst sich auf und zeigt sich eigentlich nur noch durch Wolkenfelder, die im Süden jetzt schon seit Tagen hängen. Aber auch dieses System löst sich langsam auf und im Groben und Ganzen herrscht überwiegend Hochdruckeinfluss in nächster Zeit. Also schönes Spätsommerwetter, nur die Nächte könnten unter Umständen etwas kühl werden, weil es auskühlt, halt eben die Länge der Nächte doch schon jetzt Anfang, Mitte September erheblich ist. Also es ist schon, die Nächte sind länger als die Tage. Und dadurch kühlt es natürlich nachts ganz schön aus. Hier die Situation. Ich schwenke mal etwas Richtung Südwesten. Der Himmel ist zwar auf den ersten Blick wolkenlos, nur bei genauerem Hinschauen kennt man so einen milchigen Charakter. Das liegt an ganz hoher, ganz feiner Cirrusbewölkung. Das ist wie so ein Eiswolkenschleier, nennt sich auch Cirrostratus. Der ist ausgehend von einem flachen Höhentrog, der nach Polen, also nach Osten, aus Deutschland rausschwenkt und im hohen Wolkenstockwerk etwas Feuchte hinterlassen hat. Das erzeugt dann diesen milchigen Schleier. Das kann man hier vielleicht auch ganz gut erkennen, wenn ich Richtung Sonne schwenke. Da sieht das so aus, das ist so ein bisschen schlierig, also ganz leicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt über die Kamera rüberkommt. Normalerweise, der Himmel ist nicht tiefblau, es ist so milchig blau. Aber wirklich, man muss genau hingucken, um das auch wahrzunehmen. Ansonsten haben sich heute im Laufe des Tages ganz vereinzelt flache Quellwolken gebildet, Cumulus humilis. Das sind harmlose Schönwetterwolken, die sich aber tagesgangbedingt zum Abend natürlich wieder auflösen. Da ist auch nichts weiter in größeren Quellungen daraus entstanden. Gestern sah das natürlich anders aus. Da hatte ich ja berichtet über diese ganzen Stratocumulus-Wolken, die sich aus diesen Quellwolken entwickelt haben, die an dieser Sperrschicht breit gelaufen sind. Ich hatte ja gestern Abend da noch ein Video über Altocumulus gemacht. Das waren die Reste quasi dieses Stratocumulus-Schirms. Das hat sich so eine gute halbe Stunde nach meinem Video, hat sich das fast vollständig aufgelöst. Das war dann klar die Nacht. Tiefstemperaturen sind tatsächlich auf 10,2 Grad runtergegangen. Also es war ganz schön schattig die Nacht, wie man so sagt. Weil eben keine Bewölkung ist. Kurzzeitig, so gegen Mitternacht, kurz nach Mitternacht, ist nochmal ein Feld stärkerer Bewölkung durchgezogen, was von
Nordwesten reinzog. Aber danach hat sich es dann wirklich komplett aufgelöst und es war dann sternenklar. Gut, somit, ja, Hochdrucklage, typisches Spätsommerwetter, nicht unüblich jetzt für September. Kann man so zusammenfassend jetzt sagen zu dem Ganzen. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch einen schönen Freitag, dann schönes Wochenende. Und ja, habt euch wohl, bis zum nächsten Video. Tschüss.